Hallo YouTube und Internet und willkommen hier am Sonntag auf der Karte Hof Bergmann Reloaded. Wir spielen mit Seasons und warte mal, kriegt die Tür nicht zu? Jetzt bestimmt, ne? Jupp. So, ich muss mal kurz gucken. Wegen einer anderen Gabel. Jetzt weiß ich gerade nicht. Lass die kurz hier. Packe ich auf den Hänger. Mach ich auch mal machen. So. Ja, wir brauchen unbedingt für die Schafe brauchen wir noch Heu. Und das muss ich mal eben verladen. Ich würde dann auch den Traktor vielleicht nochmal vorne tauschen, dass der. Wo naja, der kleine Künz. Wir bringen es mit dem hier rüber. Wäre auch eine Möglichkeit. Was wir holen müssen, ist Kalk auf jeden Fall. Ich beschleunige jetzt auch mal die Zeit. So, fünffach. Denn wir brauchen eine Bodentemperatur von 5 Grad, sonst können wir nicht weiter einsehen. Dann geht uns da alles kaputt. So. Ist überhaupt noch eine Pike hier? Nee, das sieht nicht gut aus. Sonst kaufe ich einfach nochmal eine, dass wir uns den Flux hierher liefern. Hat man irgendwie noch besondere? Nee, ne? Frontlader. Ich habe noch keine runtergeladen, da müsste ich echt mal was machen. Weil mit denen kannst du immer so schlecht zwei Ballen nehmen, ne? Ups, bin ich bei der falschen. So, Ballenspieß auswählen. Den war auch mal in grün. So. Und kaufen. 700. Ja. Wenn wir es brauchen. Jetzt mal zum Shop. Da sehe ich die jetzt gar nicht. Mist. Ich brauche Geräte. Weg, 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 weg. Was sind das hier eigentlich dann? Was sind das Geräte? Ich weiß es nicht. Schauen wir mal durch. Traktoren, Erntemaschinen können auch raus. Ich glaube, das muss doch dazu. Das sieht nicht gut aus, ne? Was war denn da gerade? Wie gesagt, Dieseltank haben wir ja noch, stimmt. Palettengabel. So, jetzt geht's los hier. Beinspieß. Da ist jetzt ja nicht der. Dort ist der Shop, ne? Ja, Schafe sind doch. Ne, das sind die Schafe. Ne, Schafe sind hier. Das muss richtig sein. Wir werden es gleich sehen. Wenn er grün ist, ist das richtig. Wenn er schwarz ist, dann haben wir das bei den Schafen gerade weggenommen. So, was zum Verladen. Ich habe mir gerade mal ein Gewicht noch. Sonst könnte das etwas schwierig werden mit dem kleinen Traktor hier. So. Ein bisschen Licht mehr. Ich teste
der jetzt eine Palettengabel? Nee, ich dachte gerade schon. Mann, jetzt. So. Da, 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 da. Ja, und das Saatgut würde ich gleich mal auf den Weg bringen wollen. Das könnte ich eigentlich auch immer mit dem Traktor machen, mit der Frontschütte, wenn man das denn überhaupt so nennt. Gut. Dann versuchen wir mal unser Glück. Also hier drüben im Schuppen sind, glaube ich, auch noch zwei gewesen. Die könnte man zur Not auch noch rausholen. Müssen wir auf jeden Fall sehen, dass wir neue produzieren. Noch einen erwischt. Mist. Ja, interessant finde ich ja mit den Hühnern jetzt, ne? Dass die hier vorne quasi gezüchtet werden und dass man die dann rüberbringt mit dem Anhänger zu dieser Lege... Ne, ist ja keine Legebatterie. Zu dieser Produktionsstätte halt, ne? Wo dann entweder Küken ausgebrütet werden oder Eier in diesen Kartons dann verpackt werden. Ich sollte mal von außen gucken. Im Klärwerk ist das Wasser voll. Okay. Da habt ihr auch gesagt, hey Tom, da kannst du kostenlos was abholen. Das müssen wir heute auch noch machen. Ich habe ja noch mit den Performance-Einbrüchen habe ich ja auch noch das Tablet im Verdacht. Ich soll mal probieren, ob ich das Ding mal ausschalte. So, jetzt wieder mal zwei haben wir. Ist mir da hinten alles runtergefallen. Klasse. So. Also ihr seht, wir brauchen dringendst eine vernünftige Ballengabel für mehrere Dinger. Ihr könnt mir gerne mal welche empfehlen, wenn ihr da welche im Einsatz habt, sagt, hey, die sind richtig gut, weil ich müsste jetzt auch erstmal wieder rumprobieren. Man, habe ich jetzt auch kein Problem mit, aber wenn ihr wirklich da irgendwie was kennt, was gut funktioniert, dann das ist auch eine Kunst, das so zu machen, ne? Na komm, wenn es nicht schön drauf liegt, ist es jetzt auch nicht so tragisch. So. Hauptsache, wir können dann gleich mal füttern. Und dann stecken wir mal von oben rein. Ich könnte nochmal gucken, nach einem Autoload, ob ich da noch was hab. Obwohl das Verladen an sich macht ja auch mal Spaß, ne?
So, bevor ich jetzt hier weiterfahre, mache ich das jetzt erstmal kurz, das lässt mir keine Ruhe, dass wir dann auch Saatgut haben, was brauchen. So, das soll ich von hier vorne holen. Ja, steht der Anhänger da. Eigentlich egal, den müssten wir auch rüberbringen, dann können wir auch den Anhänger nehmen. Okay, dann laden wir mal auf. Nehmen wir ruhig mal den Weizen. Ich würde auch alles mitnehmen. Gibt nichts Schlimmeres, als wenn wir jetzt Ausfall haben. Gerade wenn wir sehen könnten und ist auch kein Saatgut da. Gut, wir können es auch so kaufen, ne? Aber ich denke mal, es ist schon günstiger, wenn wir es selber produzieren. Wir haben eh bald noch so viele Ausgaben. Ja, den Drescher habt ihr den Fendt vorgeschlagen. Den finde ich gar nicht so schlecht. Hab mir das mal angeguckt. Sieht eigentlich ganz gut aus. Wenn ihr noch andere Mod-Vorschläge habt, gerne her damit. Für den Drescher. Hab ich noch nicht entschieden. Aber so lange dauert es auch nicht mehr, bis wir den brauchen, ne? So, da drücken wir gleich das Licht wieder aus, Mann. Geht das gar nicht? Mist. Das ist jetzt doof. Da gibt es jetzt wieder rein und wir fahren dann mit der Mulde rüber. Ah. Das war wohl nix. Ich meine, ich könnte es auch hier auf den Boden schütten und was dann da rein packen, was irgendwie. Oder? Machen wir es so, ich gebe es hier ab. Dann schnappen wir uns jetzt den Überladewagen. Allrad? Ist das eine Option? Ja. So, ich würde aber auch ganz gerne den Anhänger eigentlich hier lassen. Packen wir den immer noch da hinten mit dazu. Beim Überladewagen bin ich gerade skeptisch, ob den hier unser kleiner Fan den betreiben kann. Wahrscheinlich nicht. Also da holen wir gleich mal den großen rüber. Den Case.
was auch nicht hinhauen wird. Ich glaube, das klappt auch nicht, weil... Ich weiß es nicht, wer kann das Ding denn jetzt überhaupt an einer vernünftigen Höhe auch heben? Oh ne, der hat ja auch überhaupt keine Kupplung dran. Ich meine, der Kleine könnte es eigentlich auch hinbekommen. Also mein Plan ist jetzt, damit er das überhaupt mal versteht, was ich vorhabe, jetzt den Überladewagen nehmen, dann sammeln wir das wieder auf, das Ganze. Und dann mit dieser Schüttmulde, ne? Die kann ja so nach oben wegkippen. Könnten wir es auch mit einem normalen Traktor machen, dann gerade mal eben befüllen. So. Ich stampfe mal in die Kiste. Das habe ich noch nie probiert, aber das müsste auch nicht funktionieren. So, läuft. Umständlicher geht's nicht, ne? Aber naja, man muss immer wieder kreativ sein. So, ich glaube, das haben wir alles. Wollen wir das Rohr ausfahren? So. Ja, da müsste man die Mulde testen. Aber ich habe ja jetzt hier noch den Traktor. Boah, ich muss jetzt mal... Ich verstehe es nicht. Ich hätte so super FPS und jetzt... Könnt ihr hier irgendwas sehen? Doch, da oben. Der Grimme, ne? Guck mal. Eine Ladezeit von 237. Oder ist das Wurst? Ist das egal? Grimme GL 860. Und da oben der Predal. Und der Grimme ist schon sehr auffällig, ne? Aber ihr könnt euch da besser aus als ich. Vielleicht könnt ihr mir mal eine Rückmeldung geben, das wäre nett. Jetzt komm in Wallung hier. Ich stehe gerade voll auf dem Gas. Nee, Mist. Also macht das gerade wieder mal keinen Spaß. Dann fliegt der Grimme halt nochmal raus. Wenn es dann wirklich daran liegt. Alle Performance-Fresser weg. So, dann machen wir schnell den Frontlader. Ja, also ich finde es schon sehr wichtig ist mit dem Saatgut. Das lässt mir sonst keine Ruhe.
Und alles andere, da weiß ich, es ist gerade nicht so mega. Alle gut, klar, die einen haben Schafe, müssen bei der Käseproduktion müssen auch gefüttert werden, aber ein bisschen hatten die noch. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob man diese Schuttmulde überhaupt direkt mit dem Überladewagen beladen könnte. Ja, ist aber auch kein Dauerzustand, ne? Könnte man damit auch dann mal rüberfahren oder so? Weiß ich noch nicht. Oder wir stellen uns drüben noch ein kleines Silo hin. Ein platzierbares. Wird auch nicht verkehrt. So, hier der Plan ist immer das Ding hier. Ich hoffe, der hat noch so einen Mechanismus. Doch, der kann kippen oben. Das geht. Und den so ausklingt. So. So ein bisschen runterfahren, ne? Habt ihr gesehen, wie der Traktor gerade hier in die Knie gegangen ist? So geil. So. Und den müssten wir jetzt eigentlich da hinten so überkippen können. Von außen mir das angucken. Na, kann er jetzt blöd einfangen, ne? So, genau. Und jetzt dann hier rein. Fällt mal ein bisschen. So. Komm schon, Kamera. Okay. Transportbilder Mulde ausgemacht X. Gut. Eine passt noch. Fast in den Case reingerasselt. Ja, man könnte es auch generell so, wenn du Überladewagen eh gerade nicht brauchst, dann haust das Korn da rein. Wir könnten ja dann auch da hinten unterstellen beim Unterstand, ne? Geht auch. Ja, so ganz dran kommt da nicht. Da brauchst du dann doch eher den Teleskoplader. Aber naja, die Idee ist doch ganz kreativ, oder? Ich danke euch fürs Zuschauen. Und ja, wenn einer mal weiß, warum, wieso, dass manchmal mit diesen Federn da kommt, konntet ihr da gerade was auslesen, was ich nicht gesehen habe, würde ich mich freuen, wenn ihr mir eine Rückmeldung gibt. Und ja.
morgen geht es hier dann weiter. YouTube. Vielen Dank fürs Zuschauen und euch einen schönen Sonntag. Macht's gut.